Der letzte Radwegabschnitt am Großrechner See wurde nun feierlich eröffnet. Wie die LMBV mitteilt, schließt der rund 2,8 Kilometer lange Abschnitt nun die noch übrig gebliebene Lücke um den See. Martin Wolf, Leiter für Infrastruktur bei dem Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg, erklärte, dass es eine Besonderheit bei der Strecke gab. Auf dem Stück, wo wir uns eben befinden, wurden 2,8 Kilometer in Asphaltbauweise errichtet und davon 1,4 Kilometer im europäischen Vogelschutzgebiet und aus diesem Grund in der zweispurigen Ausbau. Anfang März war mit den Baumaßnahmen begonnen worden. Unter anderem erfolgte dazu auch die Umgestaltung des Aussichtspunktes Repister Höhe mit einer Erlebbarmachung der verschwundenen Orte in Form von verkleinerten Flächendarstellungen im Maßstab von 1 zu 150. So ein Bauprojekt kommt natürlich nicht von irgendwo. Wie in allen anderen Bereichen auch, spielt die Finanzierung eine essentielle Rolle. Die Gesamtmaßnahme, Baukosten, Planungskosten, alles drum und dran, ca. 700.000 Euro brutto und davon wurden 80% vom Land Brandenburg gefördert. Mit der Eröffnung an der Repister Höhe heute ist der neue Radweg nun offiziell freigegeben.